Zoom Movies. Powered by Kitag Cinemas. Neue Stories, neue Stars, Blick hinter die Kulissen. Das ist das, was ein Kinofan braucht. Und Zoom Movies liefern euch das. Schön, habt ihr eingeschaltet. Heute steht bei uns eine Mutter-Tochter-Geschichte im Fokus. In Lady Bird geht es um Familienknatsch, die erste Liebe und Mädchenfreundschaften. Ein Film über das Erwachsenwerden. Regisseurin Greta Gerwig liefert uns mit Lady Bird einen warmherzigen Einblick in ihre Vergangenheit. Von ihr selber und den Schauspielern erfahren wir mehr über die Hintergründe. Außerdem schauen wir noch auf drei weitere Filme, die morgen anlaufen. Lady Bird ist ein viel diskutierter Film, einer, wo es ums Anderssein geht. Und es ist einer von diesen Filmen, wo auf der Leinwand nicht so viel passiert, dafür umso mehr im Inneren der einzelnen Figuren. Lady Bird, ist das dein Taufname? Ja. Warum steht er in Anführungszeichen? Ich habe ihn mir ausgesucht. Der Name wurde mir von mir gegeben. Lady Bird sagt immer, dass sie neben der Bahn lebt. Ich habe gedacht, das sei eine Metapher. Dabei gibt es da tatsächlich eine richtige Bahnstrecke. Weißt du, machst es echt abgefahren. Ziemlich anarcho. Leg das Heft wieder zurück! Sie hat ein großes Herz, deine Mom. Sie ist lieb, aber sie macht einem auch irgendwie Angst. Wie soll das gehen, Angst machen und lieb sein? Bei deiner Mom zum Beispiel geht's. Also katholische Hochschulen sind für sie gar nicht interessant. Überhaupt nicht. Ich will eine Uni wie Yale, aber nicht Yale, weil ich da wahrscheinlich nicht reinkomme. Da kommen sie mit Sicherheit nicht rein. Hast mich, Mom? Wenn du müde bist, setz dich. Ich bin nicht müde. Du schluchst aber. Du gehst deinem so auf die Nerven. Schrei bitte nicht. Ich schreie nicht. Oh, ja. Das ist perfekt. Gefällt's dir? Ihr habt beide so starke Persönlichkeiten. Wann ist das normale Alter für Sex? Du hast Sex? Ich bin bereit. Ich wollte nur, dass es besonders ist. Warum? Du wirst noch so oft einen besonderen Sex im Leben haben. Wir haben Angst davor, unserer Vergangenheit niemals zu entkommen. Was wir dir auch geben, es ist nie genug. Es ist niemals genug. Es ist genug. Wir haben Angst vor dem, was die Zukunft bringt. Wir haben Angst, dass niemand uns liebt. Du musst bei allem, was du tust, im Mittelpunkt stehen. Dass niemand uns mag. Ja, und weißt du was? Die Titten von deiner Mom sind total plastisch. Das war eine falsche Entscheidung mit 19. Zwei falsche Entscheidungen. Und dass wir scheitern könnten. Ich wünsche mir für dich, dass du die allerbeste Version von dir selbst werden kannst. Und was, wenn das die beste Version ist? Ich würde wirklich gern bei einer Mathe-Olympiade antreten. Aber in Mathe bist du nicht unbedingt die Stärkste. Nur nach jetzigem Stand. Ganz ein schöner, überraschend ehrlicher und persönlicher Film ist Lady Bird. Und das auch dank der Greta Gerwig, die ein super Solo-Regiedebüt angelegt hat. Auf dem Set haben wir mit ihr über die grössten Herausforderungen geredet. Ich hasse Kalifornien. Ich will an die Ostküste. Ich will dorthin, wo Kultur ist. Warum ist meine Tochter bloß so ein Snob? Connecticut oder New Hampshire. Was Schriftsteller für ihr Werk eigentlich auf diese Unis schaffen? Mom! Mark! Die Mutter-Tochter-Beziehung ist die zentrale Liebesgeschichte. Ich kenne keine einzige Frau, die nicht die komplizierteste, verrückteste und schönste Beziehung zu ihrer Mutter hat. Ich wünsche mir für dich, dass du die allerbeste Version von dir selbst werden kannst. Und was, wenn das die beste Version ist? Greta war bei spezifischen Fragen zu ihrem Leben jederzeit für uns da, auch wenn es im Film nicht konkret um ihr Leben geht. Ereignisse aus meinem Leben haben den Film inspiriert. Nichts davon ist wirklich passiert, aber alles ist wahr. Hey, ich mag deine Band. Mit Jonah Ruiz, L'Enfant Snu. L'Enfant Snu. Ich neige dazu, mit Dingen aus meinem eigenen Leben zu beginnen, die sich dann ziemlich schnell in ein eigenes Universum ausbreiten. Lady Bird, ist das dein Taufname? Ja. Warum steht er in Anführungszeichen? Ich habe ihn mir ausgesucht. Der Name wurde mir von mir gegeben. Okay, let's do it again. Yeah. Es ist ein Privileg und Luxus, mit Regisseuren zusammenzuarbeiten, die gleichzeitig auch Schauspielern. Dies führte zu einer ganz speziellen Tonalität für das, was Greta wollte. Einen komödiantischen Realismus. So etwas hatte ich bei ihr zuvor noch nie gesehen. Ich wollte nur, dass es besonders ist. Warum? Du wirst noch so oft einen besonderen Sex im Leben haben.
Greta hat ein enorm gutes Verständnis für jeden Aspekt des Filmemachens. All die Inspiration startet bei den Schauspielern. Ich möchte ihnen den Raum zum Spielen geben. In einem großen Ensemble hat man nicht so viel Zeit, jeden Einzelnen zu betreuen. Jede Szene muss eindrucksvoll sein. Die Titten von deiner Mom sind fake, total fake! Das war eine falsche Entscheidung mit 19! Zwei falsche Entscheidungen! Das Größte für mich war, zu sehen, wie die Schauspieler die Charaktere zum Leben erweckten. Wenn du müde bist, setz dich. Ich bin nicht müde. Du schluchst aber. Du gehst deinem so auf die Nerven. Schrei bitte nicht. Ich schreie nicht. Oh, ja. Das ist perfekt. Gefällt's dir? Es gelang ihr wunderbar, uns zu ermutigen und unsere eigene Persönlichkeit in die Charaktere zu integrieren. Du siehst fantastisch aus. Was soll denn dieser Beutel da? Was ist daran so wichtig, Gerhard? Meine Großmutter wird begeistert sein. Okay. Man würde niemals glauben, dass dies ihr erster Solo-Regie-Job war. Ich liebe es, mit Leuten zu arbeiten, die für ihre Arbeit leben. Und doch weiß sie ganz genau, wann sie das aufgeben muss, um spielerisch und kreativ zu sein und mit der Crew herumzualbern. Collapse like a little closer! Come over and collapse a little bit closer! Collapse that way! Oh yeah, yeah, yeah! Kiss her! Es gibt eine Szene, in der Greta die Kamera laufen ließ. Dabei entstand etwas, das dreidimensionaler war, als es von ihr geschrieben wurde. Ich bin immer noch mitten im Lernprozess und konnte kaum glauben, dass diese so talentierten Leute ihre Gaben diesem Film widmeten. Ich fühlte mich wie zu Hause. Der Film war eine Feuerprobe, aber ehrlich gesagt war es die beste Zeit, die ich je hatte. And cut. Zwei Golden Globes hat Lady Bird gewonnen, aber das ist noch nicht alles, was neu anläuft. Wir haben hier noch drei wahre Geschichten, die verfilmt worden sind. Diana, hier geht's um dein zukünftiges Leben. Du kennst ihn kaum, er ist praktisch ein Fremder. Es ist nur so. Er ist es, das weiß ich. Ich liebe dich, Robin. Ich fühle mich nicht besonders gut. Warte, ich helfe dir. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist das? Robin! Mein Beatmungsgerät, sofort! Er kann vom Hals abwärts nichts mehr bewegen, kann nicht mal mehr eigenständig atmen. Ich liebe dich und ich möchte, dass unser Sohn seinen Vater kennenlernt. So kannst du mich nicht lieben. Doch, kann ich. Hol mich hier raus. Robin wird das Krankenhaus verlassen. Niemand mit der Behinderung ihres Gatten kann außerhalb eines Krankenhauses überleben. Hat es schon mal jemand versucht? Robin! Robin! Wie geht's dir, Schatz? Viel besser. Dein Leben ist mein Leben. Ich will nicht einfach nur überleben. Ich will jeden Tag genießen. Meine Liebe. Mein Leben. Mehr als 27.000 Läufer sind beim heutigen Boston-Marathon dabei. Entschuldigung, ich suche nach Jeff Borman. Du solltest wissen, es gab eine Explosion. Und deine Beine sind weg, Alter. Alle wollen dich gerne sehen. Er ist ein wahrer Held, mein Sohn. Ich kann's einfach nicht! Wieso willst du mich überhaupt? Sie haben der ganzen Welt gezeigt, dass sie uns nicht brechen können, was sie auch tun. Ich wollte mich bei ihnen bedanken. Die ganze Welt schaut auf dich, Junge. Es gab eine Zeit, da wollte ich einfach aufgeben. Aber jetzt will ich die Welt wieder von oben sehen. Der Schmerz wird bleiben. Ich will einfach nur leben. Snack im Anflug auf 12 Uhr. Monsieur, voilà. Danke. Sieh dir meine Baby-Cola an, Spencer. Alec, halt einfach deine Klappe, Gott. Das ist süß. Wenn du erstmal entdeckst, wer du bist, erkennst du wirklich, welche Macht du über das eigene Leben erhalten hast.
Du lernst, höher zu springen. Du beginnst, dich anzutreiben, tiefer zu suchen. Versuch nicht, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen. Tu das Richtige. Wir wurden auserwählt für diese große Aufgabe. Hast du manchmal das Gefühl, dass das Leben mit uns irgendwas vorhat? Wie eine Art höhere Bestimmung? Eine richtige Heldengeschichte. Und das noch unter der Regie von Clint Eastwood. Also, wem seine Filme gefallen, unbedingt ab morgen ins Kino gehen. Ja, mit ein bisschen Glück könnt ihr sogar noch gratis gehen, weil wir verschenken diese Woche 2x2 Freikarten für einen Film nach Wahl und ein Kitak-Kino nach Wahl. Einfach mitmachen auf teleclubzoom.ch/movies. Sie drücken euch den Daumen. Ja, und nächste Woche müsst ihr unbedingt einschalten. Dann gibt es ein Spezial zu Avengers Infinity War, dem mittlerweile 19. Marvel-Film. Und da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Erste Bilder dann gerade noch. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend und macht's gut. Tschüss. Schon bald werdet ihr erfahren, wie es ist, zu verlieren. Fest daran zu glauben, im Recht zu sein und trotzdem zu scheitern. Flieht davor. Das Schicksal holt euch trotzdem ein. Zoom Movies. Powered by Kitak Cinemas.